So, hallo. Ja, ich möchte heute mal über ein Thema sprechen, wo ich mich ja in letzter Zeit ja zwei, dreimal drüber geärgert habe. Und zwar geht es da um Schüler von mir, die sich auf YouTube-Kanälen informiert haben. Und ja, grundsätzlich finde ich das super, ne? Also wenn man sich hier außerhalb vom Unterricht noch mit irgendwelchen gitarrenbezogenen Themen beschäftigt, dann kann ich das nur begrüßen. Sollte sich natürlich nicht verzetteln, ne? Ich meine, jeder hat ein bisschen anderen Ansatz, aber grundsätzlich finde ich das gut. Mache ja selber auch ein bisschen YouTube-Videos hier nebenbei. Aber worüber ich mich geärgert habe, ist, dass anscheinend manche YouTuber, sagen wir mal, eine sehr einseitige Meinung haben. Und dass es auch so weit geht, dass sie eine Meinung so stark verteidigen, dass sie alles andere als falsch deklarieren. Ne? Und ich habe da mal jetzt zwei, drei Beispiele mitgebracht, wo das wirklich hier im Unterricht passiert ist. Ne? Also ich hatte einen Schüler hier, der hat, mit dem habe ich so ein bisschen Blues geübt. Und der hat mir gesagt, ja hier, also der YouTuber, ich sage jetzt nicht den Namen, war ein Deutscher, aber ist egal. Der YouTuber hat gesagt, beim Blues würde man keine Slides spielen. Ne? Das würde sich nicht gehören. Ne? Also sprich Slide, ne? Diese Sache hier. Jetzt glaube ich schon kurz gehört, dass das für den Blues eigentlich sehr typisch ist, auch Slides zu machen. Ne? Klar, Bendings macht man vielleicht noch wichtiger. Ja, gut. Wie auch immer, ich war persönlich anderer Meinung und dann steht da so ein bisschen Aussage gegen Aussage, und wenn dann da so ein YouTuber mit mehreren 10.000 Abonnenten, der hat vielleicht sogar mehr Glaubwürdigkeit als ich, finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, so dass man sagt, alles andere ist falsch, außer meine Meinung. Ne? Anderes Thema, da hat mich ein Gitarrenschüler damit konfrontiert, YouTuber XY hat gesagt, man muss das Plektrum so halten. Irgendwie hier so Daumen 3 cm von der Spitze weg und der Finger hier, ich glaube hier so quer drüber. Ne? Und ich gebe mal einen anderen Tipp, ne, wie man das Plektrum hält, nämlich dass man seine Hand hier locker baumeln lassen sollte und gucken, wie die Finger möglichst natürlich sich dann hier zusammentreffen. Ne? Also dass man eine möglichst natürlich entspannte Haltung hat. Und das Bekloppte ist, da kommt bei vielen Leuten was Unterschiedliches raus. Manche Leute halten es dann am Ende mit drei Fingern, andere halten den einen Finger so gewinkelt, andere den Zeigefinger ausgestreckt mehr. Und ich glaube, man sieht auch einfach, wenn man mal so guckt, was es so für Gitarrenvirtuosen gibt und wie die ihre Plektren halten, dass es da eigentlich selten so die gleiche Haltung zweimal gibt. Also bei moderner Gitarre, sei es jetzt E-Gitarre oder Western-Gitarre, da gibt es einfach nicht so die eine Einheitstechnik und den einen Einheitsweg. Und ja, ich finde das so ein bisschen ärgerlich, wenn irgendjemand für sich selbst so meint, beanspruchen zu können, dass sein Weg so der richtige ist. Ne? Ja, also sollte jeder für sich selbst rausfinden, was passt. Ne? Das ist, glaube ich, generell ganz wichtig. Bei diesem ganzen YouTube und so, vielleicht mache ich da auch nochmal ein separates Video zu, dass man sich nicht verzettelt und dass man vor allem bei sich bleibt, dass man merkt, was ist mein Weg. Also man guckt sich die ganzen Leute an und findet seinen eigenen Weg. Ja, und vielleicht ist der Weg eine Mischung aus verschiedenen Leuten oder was ganz anderes. Man lässt sich trotzdem inspirieren. Ne, sei es Haltung, Spielweise, Sound, überhaupt Lieder, die man übt oder Techniken. Was an Musiktheorie brauche ich, was brauche ich nicht. Ne, da sind ja keine Zwänge vorhanden, dass man irgendwas können muss, sondern das ist absolut individuell. Und ja, das sollte man sich auch klar machen, ne, dass es nicht so den einen Weg gibt, der so für alle passt. Ja, ich hätte jetzt noch mehr Beispiele. Alle Plektren außer Spitze Plektren machen keinen Sinn. Und keine Ahnung, es sind noch mehrere Sachen. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben, aber ich glaube, eigentlich meine die Botschaft ist rübergekommen. Ne? Also lasst euch nicht verunsichern, wenn irgendein YouTuber sagt, so wird es gemacht und alles andere ist falsch. Und ich würde sogar so weit gehen, so YouTuber, die sagen, die so suggerieren, wenn du es anders machst, dann stimmt es nicht. Da würde ich sogar hinterfragen, ob ich denen überhaupt weiter folgen würde.
würde ich vielleicht lieber den YouTubern folgen, wo es übrigens genug von gibt. Ne? Das sind eigentlich auch die meisten, die immer noch andere Wege, so Optionen offen halten und nicht so sagen, so wird es gemacht, das andere ist Quatsch. Ja, würde mich mal interessieren, was du dazu meinst. Hast du diese Erfahrung auch schon gemacht? Vielleicht hat es dich ja sogar an der einen oder anderen Stelle demotiviert, dass der gesagt hat, so wird es gemacht und du machst es gerade anders und warst dann verunsichert. Ja, würde mich echt mal deine Meinung interessieren und sonst freue ich mich natürlich, wenn du mir ein Like gibst und den Kanal abonnierst. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.